Peter Triebel seit 1988 wieder im Autosport. Der Wolfgang Krieg wird also der erste Bewerber sein. Er hat 32 Jahre alt, kommt aus Norderstedt, Mitglied der Europameisterschaft des Jahres 88, wie auch 93. Er hat schon als BMW, also als Mitglied der größten Erfolge der Wolfgang Krieg, die Europameisterschaft führt. Also, das hat sich dann erst zusammen. Die Durchschnittsgeschwindigkeit von Wolfgang Krieg. Heinrich, machen wir die Siegerehrung wieder mit dem Radlader. Er ist 41 Jahre alt, Kfz-Meister aus Bremen und im Autosport-Sport seit 1980 dabei. Er ist 40 Jahre lang mein Begleiter, wenn ich dazu sagen kann, 88 Mitglied der Europameister-Mannschaft der deutschen Mannschaft, die also Europameister wurde. Und dort ein Überschlag von Wolfgang Schwarz in der Fahrerlagerkurve. Die Kurve, ich frage mich, wir fängt schon einmal im ersten Vorlauf an, die immer wieder dazu neigt, dass die Fahrer hier das Fahrzeug querstellen. Sprecher. Meine ich wieder der Grund sein ist Überschlages. Hoffentlich ist die Vorderachse heil geblieben, sodass er dann zum nächsten Vorlauf wieder antreten kann. Einige Fahrer verzichten ja immer wieder auf den Angriff um den Bahnrekord, damit das Fahrzeug heil bleibt. Wolfgang Schwarz, ein altgedienter Kämpfer von VW Walzpower früher und er fährt also Warnecke Spezialsport-Eigenbau. Sein Stumpf immer der MSG Bremen Nord geblieben und Mechaniker seit Jahrzehnten, also auch schon dabei, der Schwiegervater. Dazu Mietke und Reif, Mietke und wer Koning Autoteile. Alle Sponsoren, die sind die 160 in der Tiefe setzen jetzt in Bewegung. Ja, das ist Nummer 280, der Berthold Schnee. Und ich habe die